So, mal schauen, ob die anderen das alle richtig gehört haben. In der letzten Folge habe ich Promis vorgelesen und im Chat wurde Omis verstanden. Im Video, was ich dir schicke, wird es erklärt, wie der Test ablaufen soll. Aha. Okay. Es ging gerade, wer den Rest von der letzten Folge nicht gehört hat, darum, dass die, dass es jetzt im Gespräch ist, dass Erzieher und Erzieherinnen eventuell einen... Shiva ist der größte Promi. Du meinst wohl Omi. eventuell einen pädophilen Test machen müssen und schreiben gerade, was die meinen, was man dann alles machen muss. Die Eiskönigin. Ach ja, also, aber hier haben wir bei Hauptstufe auf jeden Fall mal einen Punkt zu verteilen. Und das freut mich gerade sehr. So. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. Aber das war RTL 2, oder? Da kann man wahrscheinlich auch nicht so ganz für bare Münze nehmen, was die so erzählen. In der Wildnis ist ein Bonus. Ah ja, genau, das war das. Halt! Deine Lesefertigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Aber ich kann bis jetzt eigentlich alles ganz gut lesen. Nee, das passt. Mit schlechtem Ruf in der Gegend erhältst du dort einen Bonus. Solange du dich nicht bewegst, bleiben deine Müdigkeit und dein Hunger unverändert. Und das bringt mir gar nichts. Nee. Nee, das will ich irgendwie nicht. Was ist das? In der Wildnis erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Kann nicht mit der Spezialisierung Bürger kombiniert werden. Ach so. Aber das brauche ich eigentlich eher in der Stadt als im Land. Speer? Ach so. Ich weiß nicht, vielleicht Bürger. In der Stadt brauche ich das eigentlich eher. Mach mal so. Erstmal nach Rattay. Als Erzieher muss man regelmäßig ein Führungszeugnis vorlegen. Das kenne ich nicht mal von meiner Cousine. Nee, das ist hier auch nicht so. Du musst 1 vorlegen, ein erweitertes Führungszeugnis bei der Einstellung. Und du musst einmal im Jahr zum Betriebsarzt gehen. Aber das war's. Ja. Man kann aber auch über jeden Scheiß diskutieren. Geh mal in so ein Mutterforum. Beste Unterhaltung. Ja. Oh Gott. Willkommen, Heinrich. Ich weiß, was du meinst. Das ist echt schrecklich. Die haben auch ihre ganz eigenen Abkürzungen, ne? Irgendwie hier, bester Mann und irgendwie noch länger sogar. Und das dann als Abkürzung. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte hier ein Bierchen und dann in die Unterkunft. Glück und Gesundheit. Das wünsche ich dir auch. Ach, weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Hallo, mir fällt niemand ein. Okay. Ein Bier, bitte.
Ist hier gar keine Unterkunft? Ist die woanders hier? Ich stille mein Kind nicht mehr. Was, du Rabenmutter? Das Jugendamt sollte das Kind wegnehmen. Und das Beste ist dann, wenn das Kind schon 7 ist, wenn sie das schreibt. Natürlich habe ich es gestillt, bis das Kind 6 Jahre alt war. Ist das nicht normal? Ich dachte, das gehört so. Ja, stimmt, da ist ja die Unterkunft hier. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Habe ich noch irgendeine offene Mission? Nö. Das ist ja auch nicht so schön. Dann gehe ich zur Mühle. Red mit der Theresa, mach ein Nickerchen. Hä? Ach Gott, Allmächtiger! Los jetzt! Warum muss er mich denn durchsuchen? Ich hab doch gar nichts. Habe ich irgendwas Gestohlenes aus Versehen dabei? Sollte ich eigentlich nicht haben. Sehe ich so diebisch aus, oder was? Was ist los? Befehl seiner Lordschaft. Ja, dann durchsuch mich. Ja. Wie du willst. Oder wenn eine Mutter nicht mit der Brust stillt, was ich da schon von anderen Müttern gelesen habe. Ja. Manche können das auch gar nicht. Ich bin auch nicht gestillt worden. Also, nur mit der Flasche halt. Und hat's mir geschafft. Nee, bei meiner Mutter ging's halt gar nicht. Also, die hat keine Milch bekommen. Also, das gibt's ja auch oft. Und so steht das Pferd jetzt eigentlich hier. Darf ich jetzt zur Mühle hier? Darf ich jetzt da endlich mal hin? Okay. Ach, ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Voll ungemütlich. Ich könnte einen Happen vertragen. Oh, er hat Hunger. Und noch irgendwas. Ich muss gleich mal nachschauen, was das Symbol bedeutet. Das hatten wir noch nicht. Ja, deswegen hänge ich jetzt im Spiel immer an der Flasche. Genau so ist es. Jetzt wissen wir es. Was heißt es? Wieso ist das hier nicht? So eine blaue Frau. Ah, hier. Blumenkind. Du trägst genug Kräuter am Leib, um einen charismatischen Eindruck zu hinterlassen. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Charisma. Ah, das ist das, weil ich ja jetzt hier Dingsbums bin. Aber ich glaube, ich habe das. Du bist in der Zivilisation und erhältst einen Bonus von 1 Punkt. Ja, genau, das ist es. Ja, genau. So. Und jetzt? Einmal was aus dem Topf gegessen. Schön Abendessen. Und dann schön ins Heierbettchen mit uns. So. Ich erinnere mich gerade an deine Gesichtsverfolgungseinstellung. Ach so. Ja, das war super. Gesichtsverfolgungseinstellung ist gut. Alk und Kräuter, Drogen. So kann man es auch sehen. Ich schaue gerade, ob die Heizung warm ist. Irgendwie wird es schon wieder so kalt. Deswegen bin ich hier so weit unten. Was war da? Man kläre mich bitte auf. Warst du da gar nicht da? Das war bei Diablo, glaube ich. Aber es war lustig. So. Frühstück. Oh.
hat es ja gerade gespeichert, aber ich habe Gift dabei. Soll ich die mal umbringen? Ja, hat das jetzt endlich geklappt, die umzubringen da im Wald? Ich habe die ja vor Ewigkeiten schon vergiftet. Da schauen wir jetzt hin. Das machen wir. Jetzt hat es nämlich gespeichert, jetzt können wir gucken. Hat nur die Warnung gefehlt, dass man sich in dem Stream übergeben könnte. Oh, so schlimm war es auch wieder nicht. So schlimm war es auch wieder nicht. Machen wir mal den hier. Und dann zur Kräuterhexe und dann so runter wieder. Das fand ich eigentlich ganz gut. So. Ich fand's gut, musst du mal wieder reinmachen. Aber dann echt so. Keine Ahnung, so richtig. Mit Thema irgendwie. Also es muss halt dann irgendwie passen zum Rest. Ich reite da jetzt einfach mal voll rein, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das Pferd immer noch habe, aber jetzt behalte ich es einfach noch eine Weile. Ja, weil dann kann ich die auch separieren, wenn es ist. Das ist eigentlich gar nicht blöd. Hättest du bei der Nightfall machen müssen. Ja, genau, mit so einem Horrorthema. Das wäre was ich echt machen könnte. Komisch, jetzt bin ich irgendwie falsch. Ah, ich bin schon von der richtigen Richtung gekommen. Ich dachte, ich war auf der falschen Seite. Komisch. Aber ich habe niemanden gehört oder gesehen. Vielleicht sind sie jetzt doch alle tot. Naja, irgendwann muss das blöde, giftige Essen im Topf ja auch mal Wirkung zeigen, oder? Oder ich muss sie jetzt nochmal verkiffen. Ja, weil vielleicht muss man wirklich auch in der Nähe bleiben. Aus Versehen gleich das Pferdchen von der um. Aber von hier habe ich einen guten Blick. Ist das da unten? Nee, da ist es nicht. Ha. Der hat ja schon wieder Hunger. Entschuldige, Pferdchen. Siehst du, ich höre die auch schon. Seid am falschen Ort. Auf jeden Fall leben sie alle noch. Das finde ich nicht so schön. Das finde ich wirklich nicht so schön. Das heißt für mich, dass ich die jetzt nochmal vergiften muss.
ist ja scheiße. Wo hat denn die Kräuterhexe ihren Sitz gehabt? Hier oben. Ach, ist das blöd. Aber vielleicht funktioniert es mit dem Vergiften wirklich so. Ich gehe dahin, ich vergifte den Topf und dann gehe ich irgendwo in die Nähe und warte. Und vorhin war es ja so, dass sie ja sogar mitbekommen haben, dass ich da war. Das heißt, vielleicht haben sie sogar gecheckt, dass ich den Topf vergiftet habe. Also keine Ahnung. Hat jemand von euch das schon mal gemacht? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Gibt gleich was. Möge Gott dich... Die hat vielleicht auch was zu essen? Also Gifthetze. Da habe ich aber, glaube ich, auch noch... Aber sie hat auch wieder 4 Stück. Also ich könnte auch noch mal ein Gift mitnehmen. Nehmen wir noch mal eins mit. So vorsichtshalber. Okay, zum Essen hat sie nichts, aber sie hat vielleicht auch einen Topf irgendwo rumstehen. Das haben die doch alle. Das ist doch schon ganz normal. Vielleicht hier? Oh, schade, kein Topf mit Essen. Na gut, Sattheit 47. Okay, da hat er aber echt schon Hunger. Also wenn ich da dann aufwache, dann muss ich schon gescheit was essen gleich. Und wenn es irgendwelche Kräuter sind. Oder Pilze. Pilze, ja, ich könnte Pilze essen. Ich könnte echt Pilz essen. Ich mache mir eine Pilzpfanne in meinen Mund. Noch ein bisschen Sahne rein, obwohl Milch gibt's. Gut. Gespeichert hat's. Willkommen, Heinrich. Die hatte gar nichts. Die hatte gar nichts. Ich kann auch gar nichts mit der machen. Was ist denn? Hatte ich denn nichts zum Essen im Inventar? Und im Pferd? Nein. Okay. Pilze! Ich könnte auch auf die Jagd gehen. Ach ja, hier liegt ja der. Hat den immer noch keiner weggeräumt. Was ist denn, wenn er den Salbei jetzt zum Beispiel isst? Macht ihn das satt? Nee, das wird gar nicht aufgeführt als Nahrung. Also das ist echt nur so... zur Herstellung. Für den Alchemietisch. Na gut. Ja, Pilze sind ja gerne bei Bäumen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, ich weiß schon. Ich guck ja schon. Oh. Aha. Und plötzlich ist das Wichtigste gerade wieder, dass wir was zum Essen bekommen. Weil wir doch mal wieder in eine Notsituation gelangt sind.
hatten wir schon länger nicht. Oh je, Mini. Und den Salat von der Frau kann ich nicht essen. Die hat doch da Salat. Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Und Gesundheit, Heinrich. Ja, wie komme ich denn an Essen? Da ist ein Pilz! Gleich essen. Ich habe irgendwie gedacht, ich finde mehr Pilze gleich. Pilze. Da ist noch einer. Okay, wir essen ein paar Pilze und dann gehen wir nochmal zu denen. Wenn die aber alle schlafen erst. Warte mal, da ist ja... ein totes Pferd? Oder so? Warte, lass mich kurz die Pilze essen. Geht ganz gut mit den Pilzen. Ach so, ich kann das plündern. Naja, ist ja schon ein totes Pferdchen. Dann kann ich das Zaumzeug meinem Pferd geben, nehme ich mal an. Und das Pferdefleisch kann ich essen? Nö, warum nicht? Muss ich das irgendwo garen oder was? Ah, das muss ich vielleicht in so einen Topf reintun. Ich wollte meinem Pferd das Pferdefleisch geben, aber es geht nicht. Das Bier wollte ich eigentlich vorhin schon trinken. Hat auch geholfen beim Sattwerden übrigens. Kann ich das nicht benutzen? Hat das meins schon? Gewöhnlich. Gewöhnlich, ja, das ist das Gleiche nochmal. Aber ich bekomme dafür richtig viel. Vielleicht kann ich was an die Frau da oben verkaufen. Oh Gott, aber der geht so furchtbar langsam. Tja, was machen wir denn da jetzt? Shiva lernt kochen. Ja, ich habe gedacht, das ist vielleicht so, dass man das in dem Spiel einfach dann so isst. Ich habe doch den robusten Magen. Der kann das doch roh essen. Der kann doch alles roh essen. Kaputte Sachen kann er auch essen. Ich könnte meine ganzen Kräuter an die Frau da verkaufen. Dann hätte ich wieder mehr Platz. Ich bin echt überlastet. Okay. Kann ich nicht irgendwas Billiges rausschmeißen? Das Pferdefleisch ist eigentlich nicht viel wert. Wiegt aber auch nicht so viel. Der Schnaps wiegt ganz schön viel. So, gleich mal weg damit. Schaut mal, wie krass ich halt auch überladen bin. Ja, hilft nichts. Ich kann das jetzt nicht mitnehmen. Ich bin gnadenlos überlastet. Das ist das Pferdefleisch. Das muss ich auch auf den Boden schmeißen. Das ist auch zu schwer. Ja, das war's vor allem sogar. Also das Pferdefleisch war so heftig. Oh, da kullert alles den Berg runter. Wenn ich nur das... Aber das ist sogar stehlen, steht hier jetzt. Dann nehme ich es nicht. Ist das lustig, wie das hier runterpurzelt. Fliegenpilze, die esse ich nicht. Immer dem Fleisch nach. Hui. Oh,
Da liegt's. Sehr schön. Ich bin schon wieder in der Nähe von den Banditen, gell? Muss ich aufpassen. Also, einen Pilz noch und dann schaue ich mal, ob ich die Zeit vergehen lassen kann. Oder kann ich eigentlich jetzt auch schon? Ah, Mann, nur Fliegenpilze. Ich hätte gern noch einen normalen Pilz gegessen jetzt. Dann probiere ich es jetzt einfach. Wann schlafen die da so? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ha! Machen die da Patrouille oder was? Gott. Spinnen die ein bisschen. Ja, wenn man überlastet ist, dann muss man das halt austrinken. Das hilft. Ah, da ist ein Zaun. Den Zaun. Ich kann mich leider nicht umdrehen. Das ist sowas, was ich ein bisschen kritisiere. Weil dann laufe ich halt auch rückwärts und bin ein bisschen langsamer. Und das kann entscheiden. Das nennst du kämpfen, sagt er. Ja, das nenne ich kämpfen. Ganz genau. So kämpfe ich halt, ne? Ist er noch da? Ist nur der eine? Na schön. Ich stehe höher als du. Ich werde gewinnen. Weiter neben. Hier.
Gott, wo kommen die denn jetzt her? Nee, gegen so viele? Kacke. Ja, es war ein nettes Training, aber gegen drei. Und der schwarze Ritter ist so heftig. Ja.